Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, zu Teil 2 meiner Videoreihe zu all den Lidschattenpaletten, die ich im Jahr 2021 gekauft und getestet habe. Wir bringen die Paletten hier in diesem Video in eine Rangfolge. Heute gibt es Platz 20 bis 11 und ihr bekommt auch zu jeder dieser Paletten eine ausführliche Review von mir. Wenn ihr den ersten Teil mit den Plätzen 33 bis 21 verpasst habt, dann verlinke ich euch den einmal hier oben. Und jetzt würde ich sagen, starten wir mit Platz Nummer 20. Auf diesem Platz befindet sich die kleinste Lidschattenpalette aus meiner Sammlung. Und zwar ist sie von Tammy Tanuka bei Sigil. Das ist eine russische Make-up-Artistin, meine ich. Und ich habe hier die Chinchilla Palette. All diese Paletten gibt es bei Tammy in einer Mikro-Size, in einer winzigen Größe, die ich jetzt hier zu Hause habe, und in einer Normalgröße. Das finde ich richtig klasse. Das würde ich mir von viel mehr Marken da draußen wünschen, denn so hätte man die Möglichkeit, die verschiedensten Paletten auszutesten, hätte eine, ich sag mal, verantwortungsvolle Menge an Lidschatten zu Hause und trotzdem sehr viel Variabilität und man verbraucht auch nicht so viel Platz. Aber jetzt kommen wir erstmal zu dieser kleinen Palette und die enthält insgesamt diese 6 Lidschattenfarben. Es gibt hier den ein oder anderen Ton, der sehr einzigartig ist für meine Sammlung. Dazu würde ich jetzt insbesondere diese 3 Farben zählen. Und die Qualität der Lidschatten ist gut, würde ich sagen. Sie ist nicht herausragend, aber durchaus solide. Hier könnt ihr die 2 schimmrigen und den einen matten Ton sehen. Und ja, was soll ich zu der Palette sagen? Ich finde sie handlich. Ich finde die Menge absolut gerechtfertigt. Das reicht für die meisten Leute von uns absolut aus. Und das Farbschema ist auch immer sehr stimmig. Ja? Also wir haben hier ein recht kühles Farbschema mit so mauvigen Lila-Tönen mit dabei. Die matten Töne gefallen mir nochmal einen Ticken besser als die schimmrigen Töne, denn die haben hier für mich in dieser Palette insbesondere leider nicht genug Bums. Also ich würde mir wünschen, dass die Töne nochmal etwas cremiger werden, um einfach opaker dann auch auf dem Auge rauszukommen. Wir haben hier auch einen sehr, sehr schönen duochromen Ton und dieser Shift kommt zwar auch auf dem Auge raus, ist aber einfach nicht so präsent wie bei anderen duochromen Tönen, die ich hier in meiner Sammlung habe. Außerdem muss man dazu sagen, für diese kleine Palette bezahlt ihr umgerechnet ungefähr 22 Euro, was ziemlich teuer ist. Ich meine, gut, für die Normalgröße bezahlt ihr weit über 40 Euro. Das heißt, ihr spart euch auf jeden Fall die Hälfte. Aber für das, was sie ist, ist der Preis doch wirklich happig, muss man einfach so sagen. Und deswegen hat sie leider für mich nur Platz 20 verdient. Auf Platz Nummer 19 befindet sich eine Lidschattenpalette von Love in Zusammenarbeit mit Oscar Artem. Und zwar ist das die Artem Eye Palette, von der ich hier spreche. Das Design gefällt mir als kleine Astro-Tante natürlich mal wieder sehr, sehr gut. Diese ganzen Monde und Sternzeichen und Planeten und so weiter, das spricht mich einfach total an. Und das Interessante an dieser Palette ist, dass sie hauptsächlich aus matten Tönen besteht. Wir haben hier nur insgesamt 2, ich würde sagen, satinierte Töne, und zwar einmal diesen hier, das ist ein eher goldschimmriger Ton, und diesen hier, das ist ein eher silbrig schimmriger Ton, und alle anderen Farben sind matt. Wir haben hier die Klassiker, ne, ein mattes Weiß und ein mattes Schwarz, und was auch sehr außergewöhnlich ist, ist, dass wir hier in dieser Palette 3
UV-Farben haben, die unter Schwarzlicht reagieren. Das ist einmal dieser Ton hier, das Gelb und das Grün. Und das war auch so ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen, das Kaufargument für mich, weil ich nämlich UV-aktivierende Farben so bisher noch nie gesehen habe. Und dadurch, dass ich es ja oft sehr gerne auffällig mag und außergewöhnlich, musste ich mir diese Palette zulegen. Man merkt direkt, wenn man in die Töne in dieser Palette geht, dass sie sehr staubig sind. Also sie sind einfach, hauptsächlich würde ich vermuten, Pressed Pigments, sodass wir hier wenig Binder drin haben, um diese Töne kompakt oder seidig zu gestalten. Das macht es ein bisschen schwieriger, mit dieser Palette zu arbeiten. Vor allen Dingen muss man hier auf Fallout aufpassen, weil ansonsten verteilt man sich diese Töne dann im gesamten Gesicht. Und das wollen wir natürlich nicht. Aber ich finde, es ist so eine absolute Standardpalette, die in jede Sammlung reingehört, weil ihr hier eigentlich alle Farben bunt aus dem Regenbogen enthalten habt, die ihr euch nur vorstellen könnt und die eigentlich jedes Make-up ergänzen kann. Ja? Natürlich kann man auch mit diesen Tönen hier einen Make-up-Look alleine schminken. Das würde ich persönlich aber wahrscheinlich eher weniger tun. Ich würde hier eher gezielt zu einzelnen Farben greifen, um mir dann das rauszupicken, was ich denn gerade brauche. Platz Nummer 18 ist bei mir eine weitere Palette von Shein, und zwar die Cancer Palette. Ich habe euch im ersten Teil bereits schon zwei weitere Paletten hier aus dieser Zodiac-Kollektion von SheGlam gezeigt. Und besonders angesprochen hat mich bei diesen Paletten natürlich dieses Tarot-Design im Jugendstil. Auch hier habt ihr auf der Rückseite wieder so eine kleine Erklärung, warum die einzelnen Farben jetzt für dieses Sternzeichen gewählt wurden. Ihr habt hier wieder eine kleine Charakterbeschreibung von Krebsfrauen und Männern, und das ist dann hier das Farbschema der Palette. Ich finde es toll, dass diese Paletten nur 5 Euro kosten und trotzdem eine so große Auswahl an Tönen bietet. An dieser Palette mag ich besonders, dass wir hier die Möglichkeit haben, von sehr dunkel nach sehr hell einen Übergang zu gestalten. Das ist mir persönlich immer sehr wichtig. Das große Problem, was ich grundsätzlich hier mit diesen Paletten habe, ist nicht die Qualität, weil die ist nicht nur gut für den Preis, sondern die ist gut. Ja, das kann man so sagen. Dass sie einfach, ich finde, obwohl sie diese Varianz bietet im Farbverlauf, doch der Hauptschwerpunkt der meisten Töne immer in diesen Midtone-Shades liegt. Ne? Also wir haben hier 4 Midtone-Shades. Wir haben hier einen dunklen Ton, einen sehr farbintensiven Ton und hier so ein paar hellere Töne. Für mich persönlich hätte man sich wahrscheinlich einen dieser beiden Töne hier sparen können oder einen dieser beiden Töne hier. Und es hätte vermutlich trotzdem funktioniert. Und dafür hätte ich mir wahrscheinlich eher nochmal einen noch helleren Ton gewünscht. Vielleicht so einen Duochrom-Ton, der weiß aussieht im Pfännchen, dann aber roséfarben changiert. Außerdem haben wir hier in der Palette auch nur diesen einen wirklich metallischen Ton. Das Rot hier hat zwar, ja, ich sag mal, wenn man sich das Pfännchen anguckt, sind da zwar so Reflexe zu erkennen, aber ihr seht hier, das ist höchstens so ein seidiger Schimmer, ja. Also ich denke, das dient eher dazu, dass dieses Rot hier sich besser verarbeiten lässt. Das heißt, ihr habt hier mit diesem Rot nicht unbedingt einen Metallic-Effekt. Also den erkenne ich so nicht. Das heißt, da hätte ich mir auch, glaube ich, hier in dieser Palette mindestens einen weiteren schönen reflektierenden Ton wie diesen da oben gewünscht. Und deswegen kann ich dieser Palette leider nur Platz 18 geben, liebe sie aber trotzdem sehr. Ich habe
zu all diesen Skiglam-Paletten ein eigenes Video gemacht. Das verlinke ich euch auch sehr gerne mal hier oben. Da habe ich euch alle Swatches der einzelnen Paletten gezeigt und auch zu jeder Palette einen eigenen Look geschminkt. Dann bleiben wir doch mal direkt bei Skiglam, und auf Platz Nummer 17 befindet sich dann jetzt hier die vierte und letzte Palette, die ich mir zugelegt habe, und zwar die Skorpion Lidschattenpalette. Und das Design dieser Palette ist einfach mein absolutes Favorite. Also ich finde ja, man hätte das auch für den Krebs benutzen können. Aber zum Skorpion passt es natürlich noch ein bisschen besser. Hier mit diesem Love Potion oder was das hier auch immer ist. Sehr mysteriös, sehr sexy vor allen Dingen. Wie immer, Beschreibung der Tonauswahl, Beschreibung der Charaktereigenschaften. Und dann habt ihr hier dieses Farbschema in der Skorpion-Palette. Was die Palette von all den vier Farbschemata, die ich jetzt hier in meiner Sammlung habe, am besten macht, ist, dass wir hier drei metallische Töne haben und die restlichen Töne sind matt. Das heißt, wir haben eine relativ gute Gewichtung zwischen schimmrig und matt. Wir haben hier einen tollen Farbverlauf von wirklich richtig dunklen Farben. Ja, dann nicht so ganz Mid-Tone-Shades, doch eher so in die dunklere Richtung. Und dann eben was Schönes zum Verblenden. Und dann diese Auswahl an metallischen Tönen, wobei natürlich mehr oder weniger nur dieser silbrige Ton hier für den Innenwinkel bleibt. Das ist ein bisschen schade. Aber von all den vier Paletten begeistert mich dieses Farbschema hier am meisten. Wir haben nämlich hier nicht nur diese kühlen Smoky Shades, sondern wir haben hier auch noch diese dunklen, waldgrünen, farbigen Akzente mit dabei, sodass diese Palette sich von den vier, die ich hier habe, auf jeden Fall die höchste Platzierung verdient hat. Mit der 17 auf der 17 die Skiglam Scorpio Palette. Auf der 16 befindet sich eine Palette von einer Indie-Make-up-Brand, die vielleicht jetzt auch nicht so viele von euch kennen. Und zwar ist das Alien Cosmetics. Ich habe hier die Serendipity-Palette. So sieht das Schätzchen aus, und es gab in den letzten Monaten ein paar Veränderungen, sowohl bei der Marke als auch bei der Palette. Ich habe ja gerade gesagt, dass die Palette von Alien Cosmetics ist, und es steht auch hier oben auf der Palette drauf. Allerdings musste die Marke jetzt vor kurzem aufgrund von Lizenzen, Rechten, ich weiß es nicht genau, ihren Markennamen ändern, und Alien Cosmetics heißt jetzt Unearthly Cosmetics. Ist natürlich erstmal eine kleine Umstellung. Ich persönlich finde das als Kundin auch immer ein bisschen blöd, wenn Marken ihren Namen ändern, aber was muss, das muss. Und die Palette hier ist auch schon neu aufgelegt worden. Das Design hier mit diesem, ja, ich sag mal, Gothic-Apfelkopf ist weiterhin auf der Palette vorhanden. Sie heißt jetzt aber, glaube ich, Poison Apple Palette statt Serendipity und hat auch nicht diese metallisch reflektierenden Hintergrund, sondern der ist so orange, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Schauen wir mal in die Palette rein. Da entdecken wir dieses Farbschema, und soweit ich weiß, sind die Töne jetzt auch in rechteckigen Pfännchen. Das hat sich ebenfalls verändert. In dieser Palette befinden sich 5 matte Farben und 4 metallische Farben. Hier bei dem Rot ist es ähnlich wie bei der Krebspalette, die ich euch eben gezeigt habe. In dem Pfännchen hat dieses Rot auch wieder so leichte, seidige Reflexe. Ich vermute aber mal, dass das hier ebenfalls dafür da ist, dass sich dieser Ton einfach besser auftragen lässt. Und von den 4 metallischen Tönen sind auch diese 3 hier Duochrom, was mich natürlich besonders freut. Ich stehe einfach sehr auf duochrome Töne. Und hier dieser flockige Ton, der hat eine sehr grobe Textur hier in der Mitte, der funktioniert auch ausgesprochen gut im Gegensatz zu anderen flockigen Tönen, die ich euch schon gezeigt habe.
Ja, ich swatche euch mal ein paar Töne hier in der Palette, denn die Qualität der Farben ist hier wirklich toll. Ich mag sowohl die matte als auch die schimmrige Textur von Alien Cosmetics bzw. Unearthly Cosmetics. Die sehen manchmal in den Swatches gar nicht so stark pigmentiert aus, wie man das dann letztlich auf dem Auge bekommt. Deswegen sind ja Swatches auch meistens nur eher semi-aussagekräftig. Und ich finde es einfach schön, dass es Indie-Make-Up-Brands gibt, die sich trauen, solche außergewöhnlichen Farbschema auf den Markt zu bringen. Da gehört einfach Mut dazu, ja, weil das spricht einfach nicht unbedingt den Otto-Normal-Kunden oder die Otto-Normal-Kundin an, die vielleicht eher was Natürliches haben möchte. Aber ich bin halt leider nicht die Otto-Normal-Kundin und deswegen hat mich dieses Farbschema hier einfach total abgeholt. Der einzige Ton, der mich jetzt nicht so besonders begeistert, ist hier dieser hellgrüne Ton. Der hat auch so einen ganz leichten goldenen Reflex mit drin, ist aber eher etwas unscheinbar. Und gibt aber die Möglichkeit, ihn zum Beispiel als Highlight im inneren Augenwinkel zu benutzen, ebenfalls wie dieses Gelb hier. Warum ist diese Palette jetzt nicht höher gerankt im Vergleich zu den ganzen Paletten, die jetzt hier noch kommen? Das liegt daran, dass ich mir hier, glaube ich, grundsätzlich gewünscht hätte, dass einer dieser Töne hier nochmal einen Ticken dunkler gewesen wäre. Vielleicht dieses Grün oder auch hier dieses Rostbraun, um noch mehr Tiefe zu bieten. Außerdem muss ich sagen, gefällt mir die Qualität hier von diesem Duochrom-Ton nicht ganz so gut. Der wird, ja, wenn man den verwendet, bildet der schon fast so ein bisschen was wie Hardpan. Also man muss den schon recht stark schichten, dass der opak auf dem Auge rauskommt. Das finde ich ein bisschen schade. Ansonsten tolles Farbschema, tolle Qualität, kreativ und besonders schön mit diesen ganzen Duochrom-Tönen. Die nächste Palette, die ich euch vorstellen möchte, befindet sich nun auf Platz 15 und ist ebenfalls von einer, glaube ich, recht unbekannten Indie-Make-Up-Brand. Und zwar von Nomad Cosmetics. Nomad Cosmetics, wie der Name Nomade ja schon sagt, beschäftigt sich mit dem Reisen, mit unterschiedlichen Kulturen, mit unterschiedlichen Ländern. Und die Gründer dieser Marke sind auch beides sehr passionierte Reisende, die schon in vielen Ländern dieser Welt waren und dann entschlossen haben, ihre Leidenschaft für verschiedene Kulturen und für das Reisen mit dem Make-up zu verbinden. Und so bringen sie jetzt seit Gründung der Marke verschiedenste Kollektionen raus, hauptsächlich Lidschattenpaletten, die sich dann immer an ja, entweder einen bestimmten Ort oder eine bestimmte Kultur orientieren. Ich habe jetzt hier die Lidschattenpalette Land of Fire and Ice. Da geht es um Island. Und oh Leute, dieser Palettendeckel hier, ja, der ist der absolute Oberhammer. Das sieht im ersten Moment so ein bisschen aus wie so ein Marmoreffekt. Wir haben hier eine glänzende Oberfläche und die ist strukturiert. Also das sieht so ein bisschen aus wie so eine Gletscherspalte und ihr habt hier auch auf der Palette diese einzelnen Strukturen, sodass man wirklich das Gefühl bekommt, ja, dieser Deckel hier ist vereist und da klatscht gerade das raue Meer vor Island an die Eisberge. Ja, also das ist einfach wahnsinnig stimmungsvoll gemacht. Und Island ist einfach eins der Länder, das ich unbedingt noch in meinem Leben bereisen möchte. Steht also recht weit oben auf meiner Bucketlist, weil ich das einfach wahnsinnig spannend finde, dass auf Island einfach diese unterschiedlichen Elemente vereint sind. Ja, ihr habt Eis, ihr habt Steppe, ihr habt Wiesen, ihr habt Lava, ihr habt Gesteinslandschaften,
und eine ganz, ganz große Vielfalt von verschiedenen Tier- und Pflanzenarten, die es nur dort gibt. Außerdem finde ich, macht die Isländer und Isländerinnen sehr sympathisch, dass sie an gewisse Mythen und Märchen glauben, unter anderem eben auch an Feen und Gnome und so weiter. Und das ist ebenfalls hier auf dieser Palette aufgegriffen. Und zwar habt ihr hier auf der Palette so kleine Gnome versteckt. Das ist jetzt hier die Rückseite gewesen. Dann hier oben der Palettendeckel ist als Feuer, als Lava gestaltet. Und da seht ihr auch noch einen weiteren Gnom. Und die Unterseite der Palette, die sieht eher so ein bisschen ja, Lava-Gesteinsmäßig aus. Auch hier versteckt sich ein kleiner Gnom. Und die Farben und auch die Farbnamen sind sehr thematisch gestaltet. Ich finde, man kann hier die unterschiedlichen Aspekte von Island sehr, sehr gut erkennen. Ihr habt hier die Lava, ihr habt hier das Gestein, ihr habt hier die Nordlichter und hier das Eis und das Wasser. Also jeder dieser Töne hat auch ein individuelles Pressing. Ja? Also ihr habt hier einmal die Nordlichter, ihr habt diese Gesteinsbrocken, ihr habt hier Lava mit dabei, ihr habt hier ein N für Nomad Cosmetics, ihr habt hier nochmal ein Wichtel eingestanzt, Schneeflocken, hier so Risse in so einem Gletscher. Also unglaublich, wie detailliert diese Palette gestaltet ist. Und damit hat sie sich einfach den Platz Nummer 15 redlichst verdient. Warum ist diese Palette denn jetzt nicht höher eingestuft von mir? Das liegt ganz einfach daran, dass ich manchmal so ein bisschen überfordert bin, wenn ich sie aufschlage, wie ich jetzt die einzelnen Töne hier in der Palette miteinander kombiniere. Es gibt zwar so ein paar Kombinationsmöglichkeiten, die mir auf den ersten Blick so direkt ins Auge stechen. Man hat da so sein gewisses Farbschema, so seine gewisse Komfortzone. Aber das ist auf jeden Fall eine Palette, die einen auch herausfordert, ja, was die Farbgestaltung angeht. Gerade hier so diese beiden Lila-Töne, die ja die Nordlichter repräsentieren, die machen es mir auf den ersten Blick ein bisschen schwer in der Kombination mit den anderen Tönen hier. Aber ja, sie ist so außergewöhnlich, so krass thematisch gestaltet, dass sie hier im guten Mittelfeld in meine Sammlung eingezogen ist und ja, überzeugt auch von der Qualität. Weiter geht es mit einer Schwesterpalette, einer Kollektion, wo ich mir den ersten Teil der Kollektion schon im Jahr 2020 zugelegt habe und dann im Jahr 2021 entschieden habe, ich brauche auch noch die zweite Palette aus der Kollektion. Es geht um die Eterno Amore Kollektion von Melt und ich habe hier die Wieder-Palette für euch. Das sieht auch immer ziemlich cool aus, ne? Wenn man sich diese Palette so anhält. Es geht um das mexikanische Fest der Toten und die andere Seite dieser Palette war die Melt Muerte Palette und wenn man die zusammen gepackt hat, dann kam eben so ein kompletter Sugar Skull raus. Und ich hatte zunächst gedacht, dass ich diese Palette hier nicht in meiner Sammlung brauche, habe dann aber relativ schnell festgestellt, dass diese Qualität von Melt, besonders was die matten Lidschatten angeht, einfach wirklich außergewöhnlich gut ist und dass ich mich sehr geärgert hätte, wenn ich mir die zweite Palette aus dieser Kollektion nicht auch gekauft hätte. Das ist das Farbschema der Palette und wir haben hier überraschenderweise nur zwei metallische Töne und zwar einmal diesen Ton hier und das Grün. Das sind die einzigen beiden metallischen Töne in dieser Palette. Alle anderen Töne sind matt und von wirklich toller Qualität. Der einzige Wermutstropfen für mich ist, dass ich ehrlich gesagt kein großer Freund bin von der Metallic-Formulierung von Melt. Also die matten Töne sind ein Traum.
Wirklich, die sind so seidig, die sind so stark pigmentiert, die lassen sich so toll verblenden. Ich könnte jetzt, glaube ich, noch einen ganzen Tag lang über diese Mattenshells schwärmen. Aber die Metallic-Töne, die sind irgendwie immer sehr trocken und sehr krümelig und irgendwie, also, das ist natürlich hier, ne, trotzdem auf jeden Fall krass, was wir hier auf dem Finger sehen. Aber das ist total bröselig, sehr trocken, fühlt sich das an. Und deswegen, auch wenn wir letztlich hier wirklich ein krass tolles Ergebnis auf dem Auge erzielen können mit diesen Tönen, sind die einfach für mich jetzt persönlich nicht so angenehm in der Verarbeitung. Ja, sagen wir das mal so. Aber da jetzt hier in dieser Palette ja größtenteils matte Töne enthalten sind, kann ich da ein Auge zudrücken und man kann ja auch mit den Tönen arbeiten, so ist es ja nicht. Aber deswegen hat sie leider keinen höheren Platz verdient. Ich finde, Platz 14 wird ihr aber definitiv gerecht. Auf Platz Nummer 13 stelle ich euch jetzt eine weitere Indie-Make-up-Brand vor. Das ist diesmal eine schwedische Marke und zwar ist es Odin's Eye. Auch diese Indie-Make-up-Brand habe ich für mich im letzten Jahr entdeckt. Und ihr könnt hier erkennen, auch Odin's Eye gibt sich sehr, sehr, sehr viel Mühe mit seinem Packaging. Also diese Schrift hier und auch dieses Zeichen hier auf der Stirn sind holographisch gestaltet. Dann haben wir hier ja, so glänzende Elemente. Diese Oberfläche ist auch texturiert und insgesamt bekommt man hier so ein, ja, so ein Feen-Vibe irgendwie, ne? Das ist jetzt hier die Mini-Eyeshadow-Palette Urt. Und die ist aus der Norns Collection von Odin's Eye. Die Nornen sind drei Schwestern, die die Fäden des Schicksals der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft spinnen. Und daran erkennt man auch schon so ein bisschen das Thema von Odin's Eye. Das ist nämlich immer die nordische Mythologie. Und auch das ist etwas, was mich sehr stark anspricht und mir einfach sehr gut gefällt. Werfen wir doch mal einen Blick in die Palette. Und da entdecken wir dieses tolle Farbschema. Grün, ja, Grün ist meine absolute liebste Lidschattenfarbe und hier könnt ihr auch am Rand wieder erkennen, wie viel Mühe sich mit den Designs gemacht wurde. Das sieht fast schon so ein bisschen aus wie diese verschiedenen Mondphasen. Wirklich toll. Wir haben hier insgesamt drei matte Töne enthalten. Das sind dieser dunkle Ton, dieser Grünton und dieser ganz, ganz helle lindgrüne Ton. Dann haben wir einen normalen metallischen Ton und in dieser Split Pan hier haben wir metallische Töne, die eine sehr grob flockige Textur haben. Das ist nicht so meine liebste Formulierung. Das müsstet ihr jetzt durch die anderen Videos auch schon mitbekommen haben. Aber guckt euch das hier an. Ja, also gerade dieser dunkle Grünton, der Wahnsinn. Ich liebe die matte Textur von Odin's Eye. Ich finde, von der Qualität her kann die auf jeden Fall oder können die auf jeden Fall mit Melt mithalten. Und auch die metallischen Töne hier sehr, sehr schön reflektierend, aber wesentlich angenehmer verarbeitet als die von Melt. Deswegen ist die Palette auch höher hier im Ranking. Das hier ist einer der Töne hier aus der Split Pan. Und ihr könnt erkennen, der lässt sich schon auch sehr schön auftragen und ist auch wahnsinnig metallisch. Das einzige Problem, was ich mit ihm habe, ist, durch diese flockige Textur muss man wieder mal ein bisschen mehr der Arbeit reinstecken. Also man braucht auf jeden Fall entweder einen Glitterglue oder muss den Pinsel, nachdem man den Ton aufgenommen hat, ansprühen. Ja, und dann sind diese Töne auch sehr, sehr flittrig mit so einem Mikroschimmer. Und ja, wenn man da nicht aufpasst, dann hat man diesen ganzen Glitter im Gesicht. Und diesen hellen Ton aus dieser Split Pan, der ist natürlich prädestiniert dafür, ihn im inneren Augenwinkel zu verwenden.
Und gerade dadurch, dass es eben aber doch sehr herausfordernd ist, mit dieser Textur zu arbeiten, ist das für den inneren Augenwinkel nicht so einfach. Also, das heißt, die Basic-Formulierung, sage ich jetzt hier mal, von Odin's Eye hat mich wirklich restlos überzeugt. Ich brauche allerdings keine weitere Lidschattenpalette mit dieser groben Textur, weil das einfach nicht so mein Ding ist, für mich persönlich. Auf Platz 12 befindet sich ebenfalls eine Palette von Odin's Eye, diesmal aber ohne diese komische grobflockige Textur. Es ist eine Palette aus der Legendary Diversa Kollektion, die zunächst mit 3 verschiedenen YouTuberinnen entworfen worden ist. Und das hier ist die Hummingbird Lidschattenpalette, die mit The Fancy Face der Tina entworfen wurde. Auch hier haben wir wieder diese strukturierte Oberfläche, ein tolles Artwork, auch hier wieder die Schrift in einem glänzenden Design, genauso wie hier diese ganzen Vögelchen und Blumen, die man hier auf der Palette sehen kann. Sehr, sehr detailverliebt. In der Palette habt ihr einen Spiegel und diese kräftigen, farbenfrohen Töne. Was sie meiner Meinung nach im Verhältnis zu der Haute-Palette besser gemacht haben, ist, dass die metallischen Töne hier zwar teilweise immer noch recht grob strukturiert sind, aber die Formulierung sich insofern ein bisschen für mich geändert hat, als dass sie einfach besser zur Verarbeitung geeignet ist. Also wenn ihr hier einen Glitterglue benutzt oder den Pinsel ansprüht, dann ist das wahnsinnig unkompliziert, ja, im Vergleich zu dieser Split Pen. Und wir haben hier als erstes Mal auch einen Multichromton in der Palette enthalten. Na, auch hier die Qualität überzeugt einfach, da kann man überhaupt nicht meckern. Der duochrome Ton changiert in Rosé und Grün, ein bisschen Gold, also das ist wirklich ein toller Ton. Der matte Ton hier kommt jetzt gerade auf meiner Hand gar nicht so toll raus, wie er letztlich dann auf dem Auge performt. Also das muss man jetzt an der Stelle definitiv berücksichtigen. Und was mein Problem bei dieser Palette ist, weswegen ich sie nicht noch höher einstufen konnte, war, dass ich hier ganz klar merke, dass das eine Palette ist, die eher für dunklere Hauttöne konzipiert worden ist. Wir haben hier nämlich sehr, sehr viele dunkle Töne enthalten, auch im Verhältnis zu schimmrig und matten Tönen überwiegen hier die schimmrigen Töne, was ich persönlich auch nicht so gerne mag. Ich mag so ein Verhältnis von ungefähr 60 zu 40 ganz gerne, also 40% schimmrige Töne, 60% matte Töne. Und bis auf diesen ganz hellen eisblauen Ton hier habe ich auch keine Möglichkeit, mit einem schimmrigen hellen Ton im Innenwinkel zu highlighten oder einen Ton auch fürs Highlight im Gesicht zu benutzen. Ja, deswegen insgesamt gibt es noch 2 weitere Paletten aus der Legendary Diversa Kollektion und die haben leider höhere Plätze abgestaubt. Nichtsdestotrotz ist es eine tolle Palette, die ich nicht mehr in meiner Sammlung missen möchte, die aber so ein paar kleine Abstriche für mich mit sich bringt. Und damit sind wir auch schon bei der letzten Palette für diesen Teil angelangt. Auf Platz 11 befindet sich die Kaleidos Flowerpunk Lidschattenpalette. Im ersten Teil der Reihe habe ich euch ebenfalls schon eine Palette von Kaleidos vorgestellt und erzählt, dass das eben eine der Indie-Make-up-Brands war, die ich im Jahr 2021 für mich neu entdeckt habe und die einfach außergewöhnliche Farbschemata auf den Markt bringen, sich trauen, mal was anders zu machen, sehr stark ins Theming auch reingehen. Und mit der Flowerpunk Lidschattenpalette haben wir hier auch eine sehr außergewöhnliche optische Gestaltung, denn diese Palette kann hier magnetisch komplett abgenommen werden und beinhaltet dann
diese Color Story, die man vielleicht auch auf den ersten Blick jetzt freiwillig nicht so gewählt hätte. Mein Herz schlägt natürlich hier für diese grungigen Grün- und Gelbtöne, aber auch hier dieses, ja, ich sag mal, movige Roséfarben, ne, und dieses leichte Türkis sind Farbfamilien, die mich ansprechen und die man auch, also gerade hier diese roséfarbenen Töne, gut im Alltag tragen kann. Auf den ersten Blick erinnert diese Palette natürlich so ein bisschen an Melt, ne, an die Palette, die ich euch eben gezeigt habe, aber seid euch gewiss, also vom Farbschema sind die Paletten doch wirklich sehr unterschiedlich, auch wenn das vielleicht auf den ersten Blick ein wenig anders wirkt. Also dieser olivgrüne Chartreuse-Ton, sag ich jetzt mal, grün-gelb, der ist einfach Wahnsinn. Das ist einfach ein Lidschatten, genau nach meinem Geschmack, super metallisch, total reflektierend, butterweich. Ja, ich mag ja diese cremigen metallischen Töne unglaublich gerne. Und deswegen, ich muss sagen, das ist einfach der absolute Oberhammer, diese Palette. Die beiden Töne hier, die zu den jeweils anderen Farbschemata gehören, die sind auch Duochrom, das heißt, ihr habt im ersten Moment hier einen roséfarbenen Ton, der gold changiert, und dann habt ihr hier diesen türkisfarbenen Ton, der rosa changiert. Und das ist einfach sehr intelligent gelöst, weil dadurch, dass dieser roséfarbene Ton gold changiert, passt der natürlich wieder zu diesem Farbschema hier, was man vielleicht gar nicht so denken würde. Und dadurch, dass dieser Ton hier roséfarben changiert, passt der natürlich wieder zu diesem Farbspektrum. Ich bin absolut begeistert davon, was hier als Gesamtgeschichte erzählt wurde, und kann euch nur den heißen Rat geben, dass ihr Kaleidos als Marke auf jeden Fall im Auge behaltet. Warum ist diese Palette jetzt nicht höher gerankt? Wenn ihr jetzt den anderen Teil vorher schon gesehen habt, dann könnt ihr euch das vielleicht schon denken. Wir haben hier recht viele Midtone Shades. Bis auf dieses Grün hier haben wir wenig, um einen dunklen Look zu gestalten oder einen Look zu verdunkeln. Das heißt, es würde mir auf jeden Fall hier noch ein weiterer Ton fehlen, der noch etwas dunkler geht als hier dieses Grün, um wirklich Kontraste schaffen zu können. Außerdem sind diese beiden Töne hier zwar relativ hell, für mich persönlich, für den inneren Augenwinkel, aber immer noch nicht hell genug. Und deswegen, trotz der fantastischen Qualität, super kreativen Farbstory dieser Palette, muss ich eben ein paar kleine Abzüge machen. Und deswegen bekommt diese Palette nur Platz 11 und durfte leider nicht in meine Top 10 einziehen. Und damit haben wir auch schon den zweiten Teil meiner Reihe hier geschafft. Als nächstes kommt dann im nächsten Video meine Top 10 aus dem Jahr 2021. Ich hoffe, ihr freut euch schon darauf, und ich hoffe natürlich auch, dass diese ausführlichen Reviews hier zu den einzelnen Lidschattenpaletten euch gut mit Informationen versorgt haben, interessiert hat und gut unterhalten hat. Falls ihr natürlich im Laufe dieser Videoreihe die ein oder andere Palette entdeckt, wo ihr sagt, Desi, kannst du dazu nicht vielleicht noch mal ein bisschen was Genaueres machen, Detaillierteres machen oder uns mal ein paar Looks auf Instagram schminken, mache ich das natürlich super gerne für euch. Schreibt mir das einfach in die Kommentare, dann weiß ich Bescheid. Und ansonsten bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, schaut sehr gerne dann beim dritten und letzten Teil wieder rein. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Bis dahin, macht's gut, passt auf euch auf und fühlt euch ganz lieb geknuddelt. Mua. Ciao, ihr Lieben!